Jo Leute, was geht? Film nimmt? Ja, es nimmt schon auf, geil. Ja, ich mache jetzt ein Video. Ich war auf der German Comic Con vor 2 Wochen. Hab hier ein bisschen Kram, ein paar Media Books, Blu-rays, MOAs, bisschen Merch, Scheiß und ja, das stelle ich euch einfach mal vor. Und noch ein bisschen anderer Kram, den ich jetzt aus alter Zeit habe. Hier eine Zelda-Tasse oder was ich auch mal zeigen muss. Ich habe hier so einen Adventskalender von meiner Freundin bekommen, das jeden Tag für so ein Freak wie mich, immer eine Überraschung drinne, ist auch mega geil, ne? Das boxe ich einfach mal an und ja, hier das Creeper mit Hutbild, Props gehen nochmal raus, die CD kommt auch aus dem Adventskalender und ja, viel Spaß, bisschen quatschen, bisschen zeigen. Falls ihr mal Bock auf so eine Roomtour habt, ich meine, ich habe hier so viel Scheiße und mal genau sehen wollt, was das alles ist, ja, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das noch zum Jahresende. Wenn ich es nicht vergesse oder wenn ich nicht zu faul bin. Viel Spaß! Mal jetzt mit der dreckigen Tapete. Ich weiß, ich muss mal renovieren. Es wird höchste Zeit, aber ja, ich habe hier echt japanische Softdrinks. Ocean Bomb und ja, so heißen die wahrscheinlich, ja. Orange Flavor und das ist irgendein kranker Zuckerwasser auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen Bock, die zu probieren. Ich bin da gerade auch immer noch auf meiner weiteren Diätphase. Aber ich werde es tun. Ich werde euch darüber berichten. Ja, eine A Link to the Past Zelda-Tasse. Es wird noch ein bisschen mehr von Zelda kommen. Es ist, ja, vorsichtig. So. Ja, das ist das Cover von dem Super Nintendo Spiel, also wenn man sich damals die UVP geholt hat. Sieht ganz cool aus. Ja, das ist. Die Freaks machen das, aus China gemacht, ja. Das wird jetzt wahrscheinlich meine Hähnchentasse ersetzen. Die schöne Hähnchentasse. Na, egal. Jo, dann habe ich von. Auf der Comic-Con von Zelda. Triforce, das ist hier so eine Lampe. Gibt es halt noch den Rubin und das Herz. Jo, gucken wir mal, wie es aussieht. Ich werde dann auch gleich eine Batterie reinstecken. So. So sieht das Teil aus. Soll leuchten. Ja, jetzt brauche ich noch einen Schrauben. Der fuck. Das war nicht geplant, Leute. Das war nicht geplant. So, dann haben wir das mal. Dann habe ich von meiner Freundin halt die One Piece Tasse bekommen. Ich habe, ey, es sind so viele Tassen. Eigentlich wollte ich hier über die Filme mehr erzählen, aber es läuft daraus hinaus, dass ich hier einfach nur Tassen vorstelle. Da muss ich ganz vorsichtig sein. Das darf man nicht in die Mikrowelle und nicht in die Spülmaschine stellen. So sieht's aus. Das sind diese Magic-Tassen. Wenn heißes Wasser reinkommt, verändern sich die Bilder. Ich habe das heiße Wasser schon bereitgestellt. Ne? Also es kommt im Laufe des Videos, Leute. Beziehungsweise am Ende mache ich das alles. So, MOA, Sie leben, John Carpenters. Ihr wisst, Poltergeist, ihr wisst, Halloween, das Original, alles das Original. Kenne ich nicht den Film? Ich hoffe, es ist jetzt keine zensierte Fassung. Da habe ich jetzt nicht drauf gedacht, einfach gekauft. 4 € das schöne Stück. Ist ein Film, den ich immer schon immer auf so einer Watchlist hatte, aber noch nie geguckt. Und ja, ich kenne auch niemanden, der den kennt. Sagt mir, was ihr davon hält. Wenn ihr auch John Carpenter Filme mögt, liebt, wie je nachdem. Ich bin gespannt. Also, der Typ hat mich eigentlich nie enttäuscht, obwohl ich wieder sagen muss, ich kenne nur 2 Filme. Mit einem Wendecover, Gott sei Dank. Und ja. Sie leben. Ihr werdet sehen. Oh, dieses Kacklicht. Ja. So. Dann habe ich hier 4 € Poltergeist. Das Remake. Das kenne ich auch nicht. Ja, ich wurde 100 Mal eingeladen, es damals im Kino zu sehen. Aber ich habe es nicht getan. Jetzt in der Black MOA Edition. Ich hoffe, es ist ein Wendecover. Gott sei Dank, weil es sieht so scheiße aus. Ja, hier der Erste, der möchte neu. Der Code ist da. Holt euch das auf euer TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Bei mir kriegt ihr alle Codes. So,
sofern sie die Dinger nicht gebraucht sind. Und ja, soll gar nicht so Hammer sein. Also viele sind davon enttäuscht. Aber ich gucke mir das lieber selber an. Ich mag Poltergeist. Ist jetzt auch nicht so das Allerkrasseste, was ich kenne. Aber warum nicht? Ich meine, kann man doch mal machen. Ne? Und wie gesagt, der Code gehört euch. Ihr habt es gesehen. Hier noch einmal. Zu spät. Das müsst ihr jetzt halt screenshotten. So, und jetzt kommt das... ja, eins muss ich noch sagen. Tommy Morgenstern, den Synchronsprecher von Dragon Ball Z, von Son Goku, den habe ich getroffen. Wer mich auf Instagram verfolgt, ich habe auch ein Foto mit ihm gemacht. Ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht. Er ist ein super netter, geiler Typ. War cool. Also allein wegen ihm, ne, habe ich da dreiviertel Stunde angestanden oder eine Stunde sogar. Und ja, es war toll. Tanz der Teufel. Ja, das Mediabook für einen Zehner, Leute. Guckt euch das an. Wann hätten wir früher ein Zehner für ein Mediabook bezahlt? Ja, nach über 30 Jahren der Beschlagnahme nun endlich auf. Ihr wisst es. Ihr kennt die Geschichte. Limitiert. Ich habe die Nummer 1075. Das passt mir ganz gut, weil 1075 ist einfach meine Lieblingszahl. Ja, und hier unten, ey, das ist so Kammer gemacht, oder? Ist das jetzt ein Mediabook? Ja, doch, ich dachte schon, weil hier unten, ne, das ergibt keinen Sinn. Hier muss ich mal vorsichtig sein. Ich hasse es, Leute. Ich will ja nicht so viel Zeit damit verschwenden. Das Mediabook ist der Knaller, Leute. Es fühlt sich auch schon so... Oh, guckt euch das an, das sieht noch viel geiler aus als hier mit dem Quatsch hier. Da ist das Mediabook. Gucken wir mal rein. Originalversion, die Blu-ray. Davon gibt es auch ein Mediabook, aber das fand ich nicht so schön. Das war auch ein bisschen teurer, glaube ich. Ja, hier steht halt einfach was. Erste Versuche, ganz viel Text. Ja, es ist ein gut gemachtes Mediabook. Weil ich hatte welche, da stehen nur welche Schauspieler da drin waren. Also so richtig kacke. Ja, es ist wahrscheinlich auch wie in der ganzen globalen Aufschrei, ja, es ist wahrscheinlich zu der ganzen Geschichte. Ja, ihr kennt das alte DVD-Cover. Es ist eine gute, ja, kann man sich mal zum Einschlafen einfach mal gönnen. Ja, und jetzt habt ihr hier das Mediabook. Ah, hier, die Timeline, wann was verboten wurde, wann was geschnitten wurde. Das ist halt richtig interessant, gerade bei diesem Film, guckt euch an. Wie viel Quatsch bei diesem Scheiß gemacht wurde. Wurde beschlagnahmt, 30 Jahre. Das ist bescheuert. Und jetzt gibt's den... Welches FSK hat denn der? Gut, da steht hier leider auch nicht drauf. Glaube ich. Nee, also ich sehe es jetzt nicht. Ich gucke jetzt auch eher aufs Bild, auf die Kamera. Wird irgendwo stehen, also Wikipedia, IMDb, wird jetzt stehen. Das Cover von hinten, ja. Eine Bonus-Disc und DVD, wie es das ist. Von Nameless, viele sind ja von Nameless enttäuscht. Ich kann dazu halt nichts sagen. Also ich finde die Nameless-Sachen geile. Ich habe nur gehört, mit der Vorbestellung und so ist da immer so eine Sache gewesen. Aber Leute, scheiß drauf. Ich teste jetzt die Tasse und die Lampe und gucken wir mal gleich weiter. Mal hier, das ist die Lampe. Ich mach mal das Licht aus. Ja. Die Zelda-Lampe. Sie funktioniert. War echt schwierig, so einen kleinen Kreuz zu finden. Und jetzt testen wir die One Piece. Heißes Wasser. Wir werden schauen. Wir werden schauen. Alter, ernsthaft. Das war jetzt anders geplant. Es ist extrem heißes Wasser. Oh, fuck. Die Bilder erscheinen. Ja. Wie geil das aussieht, man. Leute, hier. Sie funktioniert. Ah! Fuck. Ja, so. Das Kopfgeld. Nach dem Doflamingo-Arc, ne? So, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich genieße mit der Zelda-Tasse jetzt einfach pures heißes Kaffee. Heißen Kaffee und danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Größten. Yeah.